Liebe Modellbahnfreunde, es ist immer nicht ganz so einfach, seine Anlage staubfrei und sauber zu halten. Und es gibt immer so viele Tricks und Tipps, die man machen kann, vom brutalen Bodenstaubsauger bis, ach, was weiß ich, was man da alles machen kann. Es gibt aber eine Lösung und die Lösung steht neben mir. Das ist Eckhard Lux vom Lux Modellbau. Lieber Eckhard Lux, Sie sind der Spezialist für Reinigen der Gleisanlagen. Kann man mit Fug und Recht wohl sagen. Wir sind seit ca. 25 Jahren in diesem Thema unterwegs, haben verschiedene Produkte konstruiert und an den Markt gebracht. Allem vorangestellt vermutlich die Spurweite H0, die immer noch sehr stark am Markt verbreitet ist. Dort sind wir bekannt geworden mit dem ersten fahrbaren Gleisstaubsaugerwagen der Welt. Es ist also eine Erfindung, die auf uns zurückgeht. Gleisstaubsaugerwagen. Richtig. Der geht also richtig mit. Wir haben einen fahrbaren Wagen derart ausgestattet mit einer Saugtechnik, dass er lose Staub- und Schmutzpartikel aus der Umluft oder dem Geländebau anlöst durch seine Saugbürste und anschließend aufsaugt und einem Staubbehälter zuführt. Nun arbeiten Sie auch weiter an neuen Lösungen bzw. an neuen alten Lösungen. Hatten Sie mir gerade verraten, was ist das? So ist es. Wir haben in diesem Jahr eine Neuheit uns vorgenommen, die am Markt vor vielen Jahren schon mal bekannt wurde und gehandelt wurde unter dem Begriff Staubhexe. Wir haben also ein Gerät, womit wir sehr effektiv detaillierte Landschaftsteile reinigen können. Dieses Gerät ist so ausgelegt, dass es gleichzeitig bläst und saugen kann. Das heißt, durch diese Verwirbelung löse ich sehr effektiv Staubpartikel in der Modelllandschaft und sauge sie anschließend auf. Dieses Gerät kann man sehr effektiv an einen handelsüblichen Staubsauger anschließen und somit werden recht elegant Schmutzteile beseitigt. Ja, unglaublich, was Sie da so vorhaben. Die Anlagen saubern, also Sie säubern damit jetzt faktisch nicht nur die Schienen, sondern, wenn ich es so richtig verstehe, alles, was da so einstauben kann. Jetzt steigen wir ein in das Thema Landschaft und haben uns eben einen Kopf gemacht zu diesem unschönen Bild einer verstaubten, aber liebevoll gestalteten Landschaft. Ganz genau. Darauf zielt diese Neuheit ab und ich denke, Ende des Jahres haben wir vielleicht schon mal was zum Vorzeigen. Also Ende des Jahres soll diese Staubhexe dann eventuell am Markt sein? Richtig, ganz genau. Das ist das große Ziel. Wir wollen sie technisch ein bisschen überarbeiten. Es fließen also ein paar Überlegungen ein, wie man es vielleicht noch etwas effektiver gestalten kann. Und nicht zuletzt stößt sie auf ein breites Publikum, weil sie auch an vielen Stellen im Haushalt einsetzbar sein könnte. Zum Beispiel am Bücherregal oder auf Kunstblumen. Das hat man uns heute im Laufe des Tages so zugerufen und das könnte man aufgreifen. Also ist mal die Modellbahn ein bisschen am Abwägen. Finde ich toll, die Idee, was Sie da vorhaben. Und dann verbleibt mir nur noch, liebe Zuschauer von MSL TV, zu sagen, schauen Sie weiter fleißig auf die Webseiten von Lux Modellbau, richtig, denn da gibt es ja auch noch andere Sachen außer Staubsauger. Und alle weiteren Neuheiten zu diesem Thema finden Sie natürlich auch wieder unter modellbahnshop-lippe.com. Lieber Eckhard Lux, vielen Dank für das kurze, informative Gespräch. Wir freuen uns auf die Neuheit und wir gucken mal, was nächstes daraus geworden ist. Ich danke für Ihr Kommen. Herzlichen Dank.